Die 9 Menschen, die mich am meisten auf irgendeinem Gebiet inspiriert haben. Guten Morgen. Es gibt sie in jedem Leben eines Menschen. Die, die dir gezeigt haben, dass es da etwas anderes gibt als das, was du bisher kanntest. Die, die dir einen neuen Weg offenbart haben. Die dich bestärkt oder die dich auch zu Recht verunsichert haben. Die dir eine Tiefe in Lebenslagen gebracht haben, die du nicht erahnt hast. Und die Menschen, die für dich ein Leben lang eine bildliche Vorstellung einer Geisteshaltung oder eines Way of Lives sind. Die Inspiratoren. Und da möchte ich an dieser Stelle mal Menschen in meinem Leben nennen, die mich im aktuellen Bewusstsein am meisten inspiriert haben. In der aktuellen Bewusstheit. Der Unterschied Bewusstheiten, Bewusstsein oben. Ja, und natürlich auch sagen warum. Fangen wir an mit Emil Hirsch. Das ist ein Schauspieler im Film Into the Wild. Ein Film, der mir, ja, der mein Leben vor knapp 10 Jahren eine entscheidende Wendung gegeben hat. Und ich glaube, dieser Film war der Film in meinem Leben, der wirklich der bedeutsamste war. Es gab noch andere Filme, die auch mich inspirieren, aber das war der bedeutsamste. Weil es war am Beginn eines Weges, den ich heute immer noch gehe und von dem ich überzeugt bin, dass das der Weg meines Lebens ist. Ich habe angefangen, meinen Materialismus in Frage zu stellen. Das ist das, ich bin in Armut aufgewachsen, was immer mein Ziel war, viel Geld, um glücklich zu sein. Das, mit diesem Film hat alles angefangen. Ich habe angefangen, mein Glück zu messen, zu quantifizieren und Dinge als Dinge zu begreifen und eine komplett neue Bewusstheit erlangt, die mich dann Stück für Stück immer mehr an den idealisierten Filmcharakter herangebracht hat. Nicht um ihn zu kopieren, sondern um ihn zu verstehen. Um ihn zu fühlen, ne? Um das wirklich aufzunehmen, nicht um es einfach zu kopieren, wie man sich früher, ja, sich einen Schritt gefasst hat, weil man gedacht hat, es ist Michael Jackson. Ne? Da mein absoluter Lieblingsfilm und der einzige Film auf dieser Welt in der aktuellen Bewusstheit, den ich als ein absolutes Must-See einordnen würde. Link zum Film habe ich euch unten in die Infobox gepackt. Als Prime-Mitglied könnt ihr den auch kostenlos gucken, nur mal so als Information. Als nächstes meine Mutti. Ja, meine Mutti hat mit ihrer aufopfernden Liebe zu meinem Bruder und mir, ja, ein komplett neues Sichtfeld auf die Mütter dieser Erde gegeben. Die Mutterliebe ist bedingungslos. Zuerst habe ich gedacht, okay, ja, dann habe ich erfahren, die Mutterliebe ist einfach auch nur Liebe. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Sie ist die Liebe aufopfernd und sie ist der pure Quell an Natürlichkeit. Ich kann nur als Mann sagen, und ich habe das ja schon in einem Video explizit getan, dass ich, so sehr ich die männlichen Tugenden an mir schätze und auch gerne im Kreis von Männern mich bewege, einfach die Frau als Mutter für mich der Inbegriff der Liebe ist. Und ich denke, meine Mutti hatte einen großen Anteil daran. Dann möchte ich gleich überspringen zu meinem Papa. Ein Alkoholiker, der brutal und respektlos und voll Neurosen strotzend mit seiner Familie umgegangen ist und dann doch vor 25 Jahren den Entzug vom Alkohol gewählt hat und es tatsächlich geschafft hat, meinen Respekt wieder zu erlangen. Ich kenne keinen Mensch persönlich, der die Hilfsbereitschaft, die Güte und die heitere Sorglosigkeit so lebt wie mein Papa und keinen Mensch, der eine so derart gravierende Änderung der Persönlichkeit hingelegt hat und damit mir persönlich gezeigt hat, es ist absolut alles möglich. Niemand ist böse. Alle können gut werden. Alle. Marina Abramović, eine Performance-Künstlerin, ist die nächste, die mich mit ihren Werken in den Bann zieht. Ein großes Bild von ihr hängt als einziges Porträt, was ich in meiner Wohnung habe, in selbiger. Eine Künstlerin, die bewusst die Sexualität und die Grenzerfahrung in ihre Werke mit einbringt und dazu, wie es bei einer Performance-Künstlerin immer wieder der Fall ist, ja, vergängliche Werke kreiert. Den Moment, also das was heute noch Gültigkeit hat, das kann ja morgen schon keine Bedeutung mehr haben und dem trägt sie Rechnung. Sie inspiriert mich, ja, schon weit bevor ich mich mit der Quantenphysik auseinandergesetzt habe, wirklich mein Leben dynamisch fließen zu lassen und nicht so viel nachzudenken und damit den Fluss des Lebens zu verpassen, also mich energetisch anzupassen. Sie hat eine Tiefe, eine Kraft in sich, die bedingungslos und kompromisslos ist. Eine Lawine an echtem Sein. Ich habe auch einmal einen Film von ihr unten verlinkt, das ist eine Dokumentation von ihrer Performance von 2010. Christiane,
meine langjährige Lebenspartnerin, 15 Jahre oder das waren glaube ich schon 16, und nun meine beste Freundin, hat ja in mir etwas ausgelöst, was bis dato komplett nicht existent gewesen ist. Und ohne das ich heute nicht hier stehen würde. Die Tierliebe. Bis ich Christiane kennengelernt habe, habe ich mir nichts aus Tieren gemacht und sie waren für mich einfach nur lästig und Fleisch zum Essen. Aber als ich Christiane beobachtet habe und spürte, wie ihr Herz auch für andere Lebewesen sich genauso öffnet wie für Menschen, da war das für mich der Beginn einer neuen Bewusstheit. Ohne Christiane hätte ich mich niemals den Tieren so öffnen können, wie ich es heute tue. Hannah, meine aktuelle Partnerin, den Kanal verlinke ich euch unten, das ist auch eine unglaublich starke Inspiration. Sie hat mir erstmalig gezeigt, dass ich kein Einzelkämpfer bin. Sie zeigt mir, dass es andere Menschen gibt, die in Grundfragen des Lebens so verdammt ähnlich sind und so verdammt ähnlich denken und ebenso selbstbestimmt und stark ihren Weg gehen, unabhängig davon, was sich gehört oder wie wir konditioniert wurden. Sie hat mir gezeigt, es gibt noch mehr Menschen wie mich. Persönlich gezeigt, nicht nur irgendwo im Internet, sondern ich habe persönlich erfahren. Und sie steckt mich auch derzeit zusätzlich auch noch mit dieser aktive Umsetzung des Grundgedanken des Minimalismus so sehr an, dass ich ja unglaublich dankbar bin, diesen Menschen getroffen zu haben. Muho Nöke, ein deutscher Abt in Japans flächenmäßig größten Zen-Kloster. Ein Mann, der mit seiner Art mich an den Zen-Buddhismus herangeführt hat und ich dadurch endlich eine feste Basis meines Lebens gefunden habe. Auch wenn die nicht der Zen-Buddhismus als solches ist, sondern die zugrunde liegende Idee des Zen. Mein Bruder Thomas, der mir gezeigt hat, dass Vernunft und Genuss sich nicht ausschließen müssen, sondern immer strebsam und rational, aber auch immer den Schalk im Nacken bewahrt hat und die Fähigkeit, es krachen zu lassen, in sich getragen hat. Silke Leopold, deren Kanal ich ebenfalls unten verlinke, sie hat mir gezeigt, was Rohkost wirklich bedeutet, dass Rohkost ein freiwilliger und langsamer Prozess ist und dass die Rohkost als Ernährungsform auch eine entsprechende Geisteshaltung impliziert. Rohkost ist mehr als Ernährung, es ist eben wie das Vegansein ein Way of Life. Und last but not least Jesper, auch YouTuber und ganz frische Inspiration vor ein paar Wochen, sein Kanal findet ihr auch unten. Ein Mensch, der geistig ähnlich tickt wie ich, aber die Inspiration, die er mir gegeben hat, dass er mir als Musiker mir gezeigt hat, was ich immer gesucht habe. Den Mut Fehler zu machen und einfach loszulegen, sich in einen Song reinzugrooven. Und das hat mich richtig inspiriert. Das waren meine Inspiratoren der verschiedenen Lebensbereiche, die mir mit aktueller Bewusstheit einfallen. Eventuell habe ich den einen oder anderen vergessen, aber ich habe nach bestem Wissen und Gewissen euch meine Inspiratoren hier präsentiert. Einige könnt ihr hier auf YouTube verfolgen, einige sind öffentlich per DVD oder Wikipedia einsehbar und einige sind natürlich einfach nur in meinem privaten Umfeld zu finden. Das wird euch nicht anders gehen. Aber das sind alles Menschen, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin und mir auch immer wieder vor Augen führen, wie konditioniert man ist, wie man manipuliert werden kann. Und das ist jetzt durchaus positiv gemeint. Ich habe mich verändert aufgrund anderer Menschen und das muss man einfach so attestieren. Und deswegen kann man auch nicht auf der anderen Seite, wenn es negativ geht, von Nein sagen, nein, ich bin unmanipulierbar. Ne? Also was so funktioniert, funktioniert auch auf der Gegenseite. Ne? Und ich denke, jeder Mensch von euch weiß, dass in seinem Umfeld auch Menschen existiert haben, die euch beeinflusst haben. Und manchen Menschen ist das gar nicht bewusst. Also nicht, dass sie beeinflusst werden, sondern dass sie beeinflussen. Und das ist ein Punkt, wo ich euch animieren möchte, eure Inspiratoren, genau wie ich das mit diesem Video jetzt hier getan habe, euch auch, auch immer anzusprechen, sagen, hey, du hast mich inspiriert. Du warst eine große Inspiration für mir, für mich. Ich habe durch dich etwas gelernt, von großer Bedeutung für mich. Und indem man das den anderen sagt, macht man es den anderen bewusst. Und er kann dieses Positive für dich vielleicht auch auf andere bewusster öfter einsetzen. Und von daher, ja, mein Appell an euch, gebt euren Inspiratoren Feedback. Sagt, hey, du hast mich inspiriert. Und ja, damit wird die Änderung oder das Fortschreiten der geistigen Evolution, wenn die Menschen geändert werden, ändert sich die Welt, vorangetrieben. Und das möchte ich euch heute auch zu der Nennung meiner Inspiratoren auch bewusst machen.
Schreibt mir doch einfach mal eure Inspiratoren in den unterschiedlichen Feldern eures Lebens hin. Vielleicht ja, kennt ihr den einen oder anderen und auch vielleicht der ein oder andere, der die Kommentare liest, kann dann auch wieder Zugang zu dem einen oder anderen erhalten, um sein Leben vielleicht irgendwie neu zu befruchten. Wie gesagt, die Liste aller Inspiratoren, so denn sie verlinkbar irgendwie ist, gibt's unten in der Infobox. Macht's gut, euer Christian.